Ja, damit willkommen zurück bei Layers of Fear, dem Buchsenvoll-Simulator. Obwohl simuliert wird hier nichts. Hier ist alles so grausam, wie es auch dargestellt wird. Und ja, wir schlagen uns hier durch das Herrenhaus des Künstlers, dessen Familie irgendwas. Grausames passiert ist. Und der Sache gehen wir auf den Grund. Und ich muss ja zugeben, dass ich nach 10 Minuten Spielzeit sofort wieder von der Atmosphäre des Spiels gepackt bin und total wirklich Schiss habe. Man kann es nicht anders sagen. Ich da reingehen? Oder nicht? Na? Alles klar? Okay, der schwarze Mann. Aufmachen? Sollen wir mal aufmachen? Ist zu. Ich gehe weiter. Tschüss. Der böse Mann wieder. Mit Messer. Und langsam aber sicher wird es immer klarer, dass der Mann was mit dem Tod oder dem Geschehnissen der Familie zu tun hat und dass der Frauengeist uns verfolgt und der Kindergeist uns Hinweise gibt und Hinweise gibt. Ganz, ganz komisch. Ich glaube, hier kommen wir ins Kinderzimmer, oder? Oh ja. Sieht sehr cool aus. Ich mag solche Lichter, ja. Okay. Das sind auch wieder unsere Bauklötze. Die Puppen sehen nicht ganz so glücklich aus. Das haben sie aber nie wirklich. Auch hier kann man jetzt sich was reindenken, wenn man das möchte. Was haben wir hier? Es ist verschlossen. Also gibt es eine Möglichkeit, dieses Karussell irgendwie zu öffnen oder zu bedienen? Kleine Treppe für das Kind, um ins Bett zu kommen. Jetzt haben wir hier ein Bild. Ein trauriges Kind, welches vermutlich den Tod der Mutter betrauert. Über diese Geräusche. Da ist der Schlüssel für das Karussell. Beziehungsweise für die Spieluhr. Welche wir auch benutzen werden. Die Tür ist zu. Oh, oh, oh.
Was passiert hier? Ich muss ja zugeben, die beste Spieluhr, die ich bis jetzt erlebt habe vom Effekt. Das können die nicht alle, ne? Oha. Auch das mit dem toten Hund. Wir haben herausgefunden in Notizen, die wir gefunden haben, dass wir auch einen Hund hatten. Und hier auch die blutigen Augen von diesem Hundewelpen und so. Also irgendwas ganz, ganz Kurioses ist hier passiert. Und ich kann das Zimmer nicht verlassen. Oh. Oh, was haben wir hier? This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. War das Menschenhaar? Ich vermute mal ganz stark, ja. Ja, ist gut. Puh. Na, wie geht's euch? Wir kommen wieder zurück ins Arbeitszimmer, ins Atelier, welches immer mehr zerstört wird. Und wir finden Stück für Stück heraus, was der gute Herr denn hier wirklich gemacht hat. So wie den Knochen, den wir gefunden haben, den wir zerpulvert haben für Farbe. Das Blut, was wir benutzt haben und die Haut als Leinwand. Und jetzt auch den Menschenhaarpinsel. Na gut, auch erneut wird sich hier das Bild wieder verändern, denke ich mal. Oh Gott. Und ja, auch jetzt kann man noch besser erkennen, dass es sich dabei um ein Porträt handelt. Nun gut. Und das war bestimmt noch nicht alles. Auch hier öffnet sich der Schrank wieder. Entschuldigung. Und ja, dementsprechend auch eine weitere Notiz oder ein neues Kapitel, was den Pinsel angeht. Und so wie es aussieht, haben wir noch zwei vor uns. Yay! Hier sind die Zettel, die wir gefunden haben. Über die Ratten, über die Prothese, die einzelnen Notizen. Gott, wie krank. Naja, gut. Oh, die Truhe kann ich ja nochmal öffnen. Ja, auch hier sind Puppen jetzt drin. Schön. Dann gilt es jetzt wohl mehr herauszufinden. Links oder rechts? Wir gehen links. Ein Bootsausflug an einem sonnigen Tag. Streichhölzer, ein Notizblock. Okay, hier ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Es kommen immer mehr Details hier hinzu. Auch hier ist zu. War ganz schön voll das Boot, ne? Für die paar Leute. Das ist ein gutes Boot. Haben wir hier neue interessante Sachen zu finden, jede Menge Farben, Zettel, die ich nicht angucken kann.
Aber diesen hier. Einladung. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern unserer Trauung. Am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Diese Notiz haben wir auch das letzte Mal in der Aufnahmesession gefunden. Das heißt, wir kennen diese Einladung. Auch hier die Truhe, die wir auch schon mal gesehen hatten. Going in circles. Ja, gehe im Kreis. Auch hier wieder das Bild mit der schattigen Figur, die Hörner hat, die ich ja schon als Teufel bezeichnet hatte. Also es sieht halt so aus. Und auch hier sieht es so aus, als würde irgendwas Dunkles jemanden jagen, beziehungsweise werden hier Leute gemeuchelt, an den Galgen gehangen oder getötet. Ob sie bestraft werden oder wirklich gefoltert oder kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Gibt so viele Möglichkeiten. Okay, und uns bleibt nichts übrig, als im Kreis zu gehen und es wird dunkel. Bitte was? Bitte was? Ich hätte gerne wieder Licht. Ich hätte gerne wieder Licht. Dunkel ist so doof. Ich will Licht. Licht? Bitte? Oh. Delirious, easy to forget. Drunk. Okay, wir haben... Ja? Auf der Uhr stimmt was nicht? Oh Gott. Ja. Dort ist das Zifferblatt rausgeflogen. Going in circles. Remember each mistake. Not yet. Not time. Mhm. Gucken uns die Uhr mal genauer an. Ist eine sehr komische Uhr. Irgendwie schön, aber auch irgendwie unheimlich. Okay, ich kann diese Tür öffnen. Kann ich jetzt alle öffnen? Ich kann alle Türen öffnen, die den Raum von vorhin geführt haben. Und diese eine hier bringt mich tatsächlich in Richtung der ursprünglichen Tür. Okay, und der Gang ist jetzt komplett verwüstet, wirklich gealtert oder verrottet oder zerwütet worden, ich weiß es nicht. Ich höre die Frau wieder weinen. Man hört jemanden gehen. Und ein Monster grollen. Ist nichts. Hier auch nicht. Dort unten kann ich nichts benutzen. Gucken wir uns die Truhe an. Doch hier flüstern wieder Stimmen aus der Truhe raus. Okay, ich muss wieder zurück, oder? Doch hier wieder ein anderer Gang. Es ist dunkel. Hier umgucken, ob sich hier was Interessantes Neues findet. Okay, oh, das lassen wir an. Wäre nicht doof. Auch mein Licht in der Dunkelheit. Okay, dort ist auch eine Tür. Hier komme ich nicht rein, dank dem Stuhl. Doch, komme ich sogar. Was haben wir hier? Ist das eine Notiz? Nein. Seine Skizzenzeichnung. Von was genau kann ich nicht sagen. Oh, ein Zettel. 17. Juni. Er spricht schon wieder von dem verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen, aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören und dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt.
Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinem Schlaf fressen. Du grausamer, von dir selbstbesessener, lächerlicher Säufer. Ist das unsere Bestätigung, dass er ein sehr krasser Alkoholiker ist? Man war ja auch schwer zu übersehen, dank den ganzen Weinflaschen, die überall versteckt waren. Dass jemand wirklich an sich selber gescheitert, ne? Okay. Huch, was haben wir hier? Komme ich da rein? Nee, ich kann nicht springen, deswegen komme ich da nicht rein. Dann gehen wir links weiter. Das ist aber nett, das nenne ich Service. So, ich gucke aber erst hier noch in den Schrank rein. Na, komm. So. Nein, aufbleiben. So. Okay, ist nichts. Auch hier nichts von Wert. Nun gut. Ist ja gut. Ich gestehe, ich habe alles getan. Mach die Tür wieder auf. Okay, diese gehen auf. Gehen die anderen auch auf? Okay, das haben wir nur gemacht, um mich zu... Okay, erstmal einen Schluck Wein, den haben wir uns verdient. Nein, natürlich nicht. Oh Gott, es wird dunkel wieder. Böse, böse Uhr. Huch. Ist das ein großes Eigenporträt, Selbstporträt? Okay. Ist alle Schubladen leer? Hm. Warum guckt er immer? Oder wohin? Was soll uns das sagen? Warum flüstert diese Truhe immer mit uns? Oh Gott. Oh, for fuck's sake! Could someone shut up that damn dog? The scratching and squeaking behind the walls is bad enough. Ein altertümlicher Maulkorb. Okay, den muss ich wohl liegen lassen. Eine neue Art von Bildern. Kann ich da reingehen? Nein. Okay, das ist echt komisch. Was? Hä? Hallo? Hallo? Oh, dieses Spiel macht mich weg, so fertig. Uiuiuiuiuiui. Unsere Bilder sind alle weg. Was ist hier passiert? Sind wir ausgeraubt worden? Puh. Ich kann es nicht sagen. Auch hier liegt immer noch der Maulkorb. Und was genau hier passiert ist, so leid es mir tut, werden wir hier in der nächsten Folge wieder ergründen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause, sonst... Ne?
Kreislauf, tschüss und ade. Also, vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis morgen. Oder übermorgen, je nachdem, wie die Folge erscheint. Kann ich euch leider nicht sagen. Sehen wir, wenn ich das auf den Kanal setze. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.